Okay, ich möchte demonstrieren, wie ich Anki für Mathe lernen benutze. Zunächst, ich habe einen Kartentyp, der nennt sich hier Math Both, also Mathe beide. Es ist deswegen auf Englisch, weil es einfach nur kürzer ist. Und zwar sieht es so aus, dass ich die Karte für beide Seiten benutze. Wir fangen einfach mal an. Also, wir haben zum Beispiel den Kern einer Funktion. Ich will mich abfragen, was ist der Kern einer Funktion? Also schreibe ich hier eine Frage rein und hier sowas, das dann mit der Frage zusammengeht. Also dieser Ausdruck und dieser Ausdruck wird später zusammen angezeigt. Ich zeige mal die Karte dazu. Ups, das sieht dann so aus. Was ist der Kern einer Funktion? Und als Antwort wird dann dieses hier angezeigt. Also die Menge an Elementen ist bla 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 bla. So, und der Grund, weshalb ich jetzt das umgedreht habe, ist, damit ich eben nochmal in die andere Richtung fragen kann, was man sieht, wenn ich die umgedrehte Karte anklicke. Dann steht hier, wie nennt man Menge an Elementen des Urbilds. Und wenn man sich davon dann die Antwort angucken würde, dann würde hier stehen, Kern einer Funktion. Also, ich habe das so aufgebaut, dass ich mit dieser Struktur hier die Karte von beiden Seiten abfragen kann, wenn es möglich ist. Und dafür habe ich eben eine Frage für die eine Seite und eine Frage für die andere Seite, weil meistens die Frageart natürlich auseinandergeht. Und dann gibt es hier eine Zusatzerklärung, die wird niemals bei der Frage angezeigt, sondern immer bei der Antwort. Ich zeige nochmal hier die Karte. Die kommt dann einfach nochmal ein bisschen kleiner hier unten rein. Übrigens, der Grund, weshalb ich es unterstrichen habe, ist, wenn ich lerne, dann gucke ich mir meistens nur das an. Das ist meistens so kurz, dass ich fast kaum noch drauf gucke, außer wenn ich dieses hier nicht verstehe. Ich versuche die Frage immer möglichst kurz zu halten, so dass ich keine langen Sachen lesen muss. Weil lange Sachen lesen ist blöd, macht keinen Spaß. Und es gibt aber manchmal Fragen, die kann man gar nicht auf beide Seiten stellen oder die sind nur schwer auf beide Seiten zu stellen. Und dafür habe ich eine ich habe sie Single Side genannt. Und wie man hier gerade gesehen hat, ich kann es nochmal rückgängig machen, geht einfach nur das unterste Feld weg, was einfach die Frage der Lösung hat. Kartentechnisch zeigt sich es dann so, dass es dafür nur noch eine Karte gibt. Upsa. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, hier steht der Ausdruck, hier steht die Frage, Lösung, und das ist alles so ein bisschen die Reihenfolge. Könnte man sich noch fragen, warum ist sie so? Und sie hat einen sehr sinnvollen Grund. Der Ausdruck steht als erstes, damit das im Browser, können wir den mal aufmachen hier, damit wenn ich im Browser bin, alles hier, das ist der Ausdruck immer, damit das immer am Anfang steht. Okay, da hatte ich ein paar Bilder drin, aber damit das, was im Ausdruck steht, direkt hier als Sortierfeld steht. Weil die Frage ist ja in der Regel gleich. Dann, wieso steht die Frage der Lösung hier unten, so weit von der Lösung entfernt? Ich habe auch ein bisschen länger gebraucht, bis ich darauf gekommen bin. Dann das Problem ist, dass wenn ich manchmal schalte ich zwischen beiden und einer um, also zwischen diesem, man hat das Feld nicht und man hat das Feld. Und dann ist es, wie jetzt bei mir eben passiert, geht hier unten das Feld weg. So, das heißt, sagen wir, ich bin jetzt in Both drinne, also ich habe jetzt dieses mit dass da unten noch ein Feld ist, und dann schreibe ich irgendeinen ganz langen Text, eine ganz wichtige Erklärung da rein, die ich auch in keiner Zwischenablage habe. Und jetzt schalte ich das aus irgendwelchen Gründen auch immer auf dieses Single um, und dann ist das Feld weg. Und dann ist auch der Inhalt weg, und den kriege ich auch nicht mehr wieder zurück. Auch nicht mit der Zurückfunktion, habe ich gerade probiert. So, jedenfalls bei der Zusatzerklärung schreibt man meistens so viel, oder schreibe ich meistens ein bisschen mehr, oder irgendwas, was Hirn braucht. Aber im Vergleich dazu, bei der Frage, die ist in der Regel immer gleich. Was ist, wie nennt man, wie ist die Schaltung von oder wie berechnet man oder sowas. Also ist relativ einfach zu formulieren. Und damit eben nicht der Text, der so wichtig ist, wie hier, wo ich ein bisschen Gehirn brauche, um ihn zu verarbeiten, weg ist, sondern nur der ganz einfach ist, dann mache ich den nämlich da unten hin. So, und dann ansonsten habe ich einfach nur noch als Tags, einmal das Tag für Mathe, weil es sich hier um Mathe handelt, weil ich auch noch andere Fächer da drin habe und weil es um welche Vektorrechnung bzw. um Funktionen noch geht. Also so versuche ich das dann nochmal ein bisschen zu kategorisieren. Ist aber alles in einem Deck drin.